Daniel Rupf, der FSV-Co-Trainer, übernimmt heute an der Seitenlinie für Rico Schmidt. Der Cheftrainer forderte ja unter der Woche mehr Manager auf dem Platz. Und er könnte ein Antreiber sein. Marc-Philipp Zimmermann, heute das erste Mal in der Startelf seit seiner Rückkehr. Eine knappe halbe Stunde passierte nicht viel. Dann haben die Gäste zu viel Platz im Mittelfeld. Der FSV schaut zu, Rotfuß wird nicht angegriffen. Der mit der flachen Hereingabe und Lang mit dem 1:0 für Hansa. Zwickau steht hinten überhaupt nicht gut. Lang ist's egal und schiebt ein. Der FSV braucht viel zu lange, um ins Spiel zu finden. Doch kurz vor der Pause, Yannick Vogt mit der Flanke, Albert und Zimmermann trifft zum Ausgleich. Der neue alte Leader beim FSV heißt Marc-Philipp Zimmermann. Drückt den Ball irgendwie ins lange Eck. 5 Minuten nach Wiederanpfiff kommt Frick zu spät, trifft Schulz wuchtig. Und so muss der Kapitän dann von Bord unnötig hartes Einsteigen vom Routinier. 10 Minuten später gibt's wegen dieses Zweikampfs zwischen Dietze und Hermann Elfmeter für Zwickau. Für mich zu hart. Aber die Entscheidung steht. Der gefaulte Hermann schnappt sich die Kugel, macht's und trifft zum 2:1. Schon sein 4. Saisontor und damit dreht der FSV das Spiel in Unterzahl. Hansa vergibt im Anschluss immer wieder gute Möglichkeiten auf ihren 2. Treffer. Und der FSV, der lauert in Unterzahl auf Konter. Der eingewechselte Kufur. Auf Zimmermann mit dem 3:1. Zimmermann mit der Vorentscheidung steht da, wo er stehen muss und macht in seinem 3. Spiel sein 3. Tor. Doch die Rostocker glauben noch an sich, sind die bessere Mannschaft. Die Flanke kommt rein, Dietze nochmal mit dem Anschlusstreffer kurz vor Schluss. Aber der FSV rettet die Führung über die Zeit und sammelt mit Daniel Rupf wichtige 3 Punkte. Klar, sind wir extrem froh über das Ergebnis, noch mehr über die Art und Weise in der 2. Halbzeit, weil das dann schon eine reine Willensleistung war mit einem Mann weniger. Das muss man einfach ehrlich konsternieren. Die Zwickauer feiern den 2. Saisonsieg und punkten zu Hause fleißig weiter.